Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich zeige euch heute Viererschach. Viererschach ist auch eine Schachvariante. Ich weiß, es gibt einige Schachpuristen, die mögen überhaupt keine Schachvarianten und sagen, das richtige Schach, das ist das, was ich spielen will. Es gibt aber auch die andere Seite, die gerne einfach mal so ein bisschen zur Abwechslung, zum Spaß haben, was anderes ausprobieren möchte. Und da gibt es eine Variante, die ist sehr beliebt, und das ist Viererschach. Viererschach kann man auch in Wirklichkeit spielen, muss man eben ein passendes Brett haben. Man kann sich theoretisch aber auch ein zusammenlegen, wenn man jetzt zum Beispiel im Verein mehrere Schachbretter hat, dann kann man die übereinander legen und so aufbauen. Ihr seht hier, wie es sein sollte. Man kann sich auch solche Schachbretter kaufen. Wenn ihr irgendwie mal nach Quattro Schach sucht, dann findet ihr das. Quattro Schach ist ein bisschen anders, wenn ihr mal hier unten in die Ecke schaut. Die Bauern berühren sich hier über Eck direkt. Und wenn wir hier diese Variante schauen, hier sieht man, hier ist noch eine Reihe dazwischen. Also hier grenzen die Figuren übers Eck nicht direkt an. Es gibt auch solche Bretter zu kaufen, die sind dann aber schon ein bisschen teurer. Da muss man eben sehen, so oft wird man es ja wahrscheinlich nicht spielen, aber wenn man jetzt wirklich ein großer Fan ist, dann könnte man sich hier auch solch ein Brett kaufen. Da kann man dann auch ganz normal gegeneinander spielen. Findet ihr bei jedem Schachversand, findet ihr auch bei Amazon oder wo auch immer. Auf Lichess kann man Viererschach noch nicht spielen, das gibt es da noch nicht. Aber auf chess.com kann man zum Beispiel spielen. Und hier habt ihr mal das Brett. Chess.com hat es so ein bisschen modifiziert. Also normalerweise ist es so, beim Viererschach spielen alle gegeneinander. Und der als letzter übrig bleibt, der hat gewonnen. Das hat man so ein bisschen geändert. Erstmal gibt es zwei Spielmodi. Es gibt einmal so einen Teammodus. Da spielen dann die gegenüber sitzen, virtuell gegenüber sitzen, die spielen zusammen und gegen die anderen beiden, und dann hat die Seite gewonnen, die eben die anderen beiden matt setzt. Und die andere ist jeder für sich. Da spielt also jeder für sich, und normalerweise wäre es eben so, wer als letzter übrig bleibt, hat gewonnen. Das hat man hier ein bisschen geändert, damit es nicht nur Leute gibt, die nur passiv stehen und warten, dass die anderen sich gegenseitig vom Brett fegen, sondern es gibt eine Art Punktesystem. Und es gibt auch eine Bedenkzeit. Also meistens ist es, glaube ich, mal eine Minute, aber es gibt da so ein Delay. Also 10 Sekunden oder 15 Sekunden passiert erstmal gar nichts, sondern man kann ziehen und verbraucht dann keine Bedenkzeit. Aber wenn man länger braucht, geht die Bedenkzeit runter. Und dann gewinnt man Punkte. Also wenn man einen Bauern wegnimmt, kriegt man einen Punkt. Springer 3, Läufer Turm 5, Dame 9. Wenn man einen von den anderen matt setzt, kriegt man sogar 20 Punkte. Und der, der am Ende des Spiels am meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Und so gewinnt dann der Aktivste und nicht unbedingt der, der jetzt mauert und am Ende übrig bleibt. Warum ist der Läufer auch 5 Punkte? Der Läufer ist im Viererschach viel stärker, weil das Spielfeld ist größer. Ihr seht ja, es sind viel mehr. Und das heißt, mit dem Springer hüpft man ja ewig, bis man auf der anderen Seite ist. Und deshalb sind Läufer hier im Grunde deutlich stärker als Springer. Also tauscht jetzt nicht irgendwie Läufer gegen Springer. Die Läufer sind hier viel besser im Viererschach. Man kann auch umwandeln. Also man wandelt hier dann auch, wenn man die achte Reihe erreicht, also aus seiner Sicht die achte, dann wandelt man einen Bauern auch um in eine Dame. Die Dame wird dann mit einer Zahl versehen, und wenn der andere diese Dame schlägt, kriegt er dann nicht 9 Punkte, sondern kriegt bloß 1 Punkte, weil das im Grunde ein Bauer war. Aber wenn man sich so ein paar Damen holt, dann kann man natürlich viel besser agieren. Was kann ich euch noch so als Tipp vorneweg geben? Ja, also ich würde sagen, lasst uns einfach mal ein Spiel machen. Ich kann es jetzt hier leider nicht gegen den Computer so zeigen, das heißt, ich muss schon eine richtige Partie machen. Und da das jetzt hier kein
kein Lehrvideo oder wie auch immer ist, kann ich hier auch mal ein bisschen Hintergrundmusik laufen lassen. Da hatte ich nämlich einen Wunsch in den Kommentaren, weil wenn ich nämlich spiele und nachdenke, dann ist das immer so langweilig, weil ich dann nichts sage, und deshalb lasse ich jetzt ein bisschen Hintergrundmusik rumdudeln. So, also das ist chess.com, die auch ein Schachportal, und hier gibt es Viererschach. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal hier neues Spiel. Free for all. Das heißt, es geht darum, wer sammelt am meisten Punkte. Also kein Teamwettbewerb. Man kann natürlich so heimlich auch so ein bisschen zusammenarbeiten. Wenn man sieht, einer wird angegriffen, dann gehe ich auch und greife den auch an. Und gleich starten wird immer der da unten ist. Und dann wird im Uhrzeigerum wird nacheinander gezogen. Jetzt seht ihr, geht's los. So, ich fange an. Und wenn ich irgendwo mit dem Bauern diese Reihe hier erreiche, dann könnte ich mir mit den Bauern auch eine Dame holen. Also es ist, ich muss nicht bis ganz hier drüben rüberrennen. Und so ein bisschen am gefährlichsten ist immer der links neben einen. Das könnt ihr euch auch merken. Weil wenn jetzt einer von den anderen, also sagen wir mal, einer von den anderen greift mich an. Oder sagt Schach, dann muss ich auf das Schach reagieren. Und der links neben mir kann dann irgendwas von mir angreifen, da kann ich gar nicht drauf reagieren. Das heißt, ein bisschen gefährdet ist immer der links. Der links von mir ist immer so ein bisschen am gefährlichsten, oder der links von einem spielt. Blau will sich hier gleich eine Dame holen. Das wird ihn nicht daran stoppen. Also hier kann er sich gleich eine Dame holen. Und na gut, der Grün tut ein bisschen was dagegen, das ist nicht schlecht. Wildes Bauernrennen hier. Und man weiß eigentlich gar nicht, wo man überall hinschauen soll. Weil es droht irgendwie überall was. Ich bin dran. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Irgendwas gezogen. Ah, jetzt hat er sich eine Dame geholt. Allerdings kann Grün ihn gleich schlagen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Gelb irgendwie Schach sagt, oder wenn Gelb irgendwas hier angreift in der Ecke, dann könnte es natürlich sein, dass die Dame dann gerettet ist. Ja, wir haben jetzt genau den Fall haben wir jetzt auch. Und ich weiß gar nicht so viel, was ich da machen soll. Den muss ich ja auch irgendwie schützen. Die anderen haben noch keine Zeit verbraucht. Ihr seht immer, wie hier so eine kleine Uhr läuft. Wenn man innerhalb der Zeit zieht, passiert nichts. Er zieht sich zurück. Wenn er nicht aufpasst, kann er mit mir hier Probleme kriegen. Und was auch schwierig ist, die Bauern ziehen ja alle in unterschiedliche Richtungen. Das heißt, die schlagen dann natürlich auch in unterschiedliche Richtungen. Meine schlagen hier so nach vorne, und das gilt natürlich für die anderen auch. So, hat irgendwie gezogen. Was wollte ich machen? Ich wollte irgendwas machen.
Schauen wir mal. Gut. Da hat er auf mich geachtet. Sich nicht ablenken lassen. Ist eben für mich leichter, eher den Grünen irgendwie anzugreifen. So, jetzt könnte ich eigentlich auch irgendwas bei Gelb angreifen, aber ich sehe es jetzt gerade nicht. Also mal lieber irgendwas entwickeln. Es gibt auch ein kleines Delay hier drin, merke ich. Also wenn ich hier jetzt... ja, hier. Da hätte ich natürlich auch mal den Turm angreifen können. Also es gibt so ein bisschen Delay, das merke ich auch, wenn ich hier Pfeile zeichne. Was passiert, wenn ein Spieler die Zeit abläuft? Dann werden alle Figuren grau. Und bloß der König bleibt übrig und der König zieht dann einfach selbstständig zufällig übers Brett. Den kann man dann auch matt setzen und dafür auch noch Punkte holen. Da kriegt man dann aber, glaube ich, nur 10 Punkte für. Ich kann auch einen matt setzen, indem der andere mich deckt. Also. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie die Dame hier hinstellen könnte und die ist durch eine andere Dame gedeckt, dann kann er den ja nicht schlagen. Dann ist das auch ein Matt. So kann man dann auch manchmal so ein bisschen zusammenarbeiten, aber es geht ja hier jetzt im Grunde eigentlich darum, dass jeder für sich spielt. Und der Punktestand ist spannend, ist 1 zu 0 für Gelb. Also da ist noch nicht viel passiert. Okay, bei Grün läuft jetzt ein bisschen die Zeit runter. Wenn natürlich. Ah, zieht doch noch. Was hat er gemacht? Oh, macht es ja auch gerade. Ja. Also sagen hier jetzt eine Werte-Ekale-Rochade auch ein bisschen seltsam. Ja, bei Grün läuft jetzt schon ziemlich viel Zeit runter. Also entweder ist er jetzt ein bisschen überfordert, weil sich jetzt ja auch quasi zwei so ein bisschen auf ihn eingeschossen haben. Ich habe so die Idee, hier reinzuschlagen. Und hoffe, dass Gelb mir jetzt irgendwie hilft und hier auch irgendwo auch angreift. Hoffentlich kapiert er das Signal, sonst verliere ich einfach was. Also es ist positiv, er denkt nach. Also er merkt, da ist was möglich. Ja, also er greift an. Allerdings es sieht so aus, als würde jetzt bloß. Also würde jetzt Gelb mehr profitieren davon, dass ich jetzt hier eine Figur geopfert habe. Schauen wir mal, was er macht, ob er jetzt meinen Läufer nimmt. Eigentlich müsste er ja irgendwie seinen Turm retten. Aber beide Bedrohungen kann er eigentlich nicht verhindern. Und das ist eben das Gefühl, deshalb kann man den rechts von sich immer ganz gut angreifen. Weil er muss jetzt hier sich mit dem Gelben rumschlagen und gleichzeitig grase ich die Figuren ab. Und das ist jetzt doof.
weil er hat aufgegeben. Das ist natürlich bescheuert jetzt für mich, ganz ehrlich. Weil jetzt kriege ich da keinen Punkt mehr ab. Das ist natürlich bescheuert. Das ist blöd gelaufen. Mist. Jetzt hätte ich mir noch so schön Punkte greifen können, die Figuren, aber ihr seht, die sind jetzt alle grau geworden. Da kriege ich keine Punkte mehr. Die kann ich jetzt noch den Turm schlagen können, aber das hätte mir nichts gebracht. Und immerhin sind jetzt gelb und ich vorne mit 7 und 3 Punkten. Über grün muss man sich keine Gedanken mehr machen. Den kann ich hier wegnehmen. Das Problem ist, dass er hier so verdoppelt hat. Und wenn er denn die Dame zurückschlägt, droht er mir da einiges. Deswegen, ja, eigentlich muss ich die sogar nehmen. Was soll ich? Ah, ein Punkt. Oh, ich bin auch Erster jetzt. Beide 7. Blau ist abgeschlagen, aber wenn er zum Beispiel... Oh, okay, er schlägt nicht mit der Dame zurück. Keine Ahnung warum. Ich dachte, er wollte mit der Dame zurückschlagen und dann wird Läufer und Dame hier einen Mattangriff drohen. Da hat er sich irgendwie von abbringen lassen. So, Gelb hat einfach mal einen Schach gegeben. Ist jetzt auch nicht schlecht. Ich möchte eigentlich meinen Läufer nicht wegtauschen, den möchte ich noch behalten. Und ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, ob Gelb nicht mich mal ins Visier nimmt. Zieht einfach nur hin und her. Ah, greift. Greift doch meinen Bauern an. Fährt jetzt schon ziemlich luftig hier um den blauen König. Die Schachs bringen ihm da nicht so viel, wenn er jetzt einfach nur diesen grünen König hier Schach gibt. Das hilft ihm nicht viel. Jetzt ist er Patt, also grünes Patt. Und dadurch sind jetzt alle Figuren haben alle ein paar Punkte gekriegt, 7 Punkte oder irgend sowas. Gibt es, wenn einer Patt geht und dann kriegen alle anderen 7 Punkte. Und es ist wirklich, wenn man es jetzt nicht so gewohnt ist, so wie ich zum Beispiel, dann ist man doch ein bisschen überfordert. Man weiß gar nicht, wohin man gucken soll und wo man angreifen soll. Ich hoffe mal, Blau reagiert jetzt. Nee, nimmt mein. Das heißt, und Gelb kriegt nochmal. Ja, schön. Das hat dann nicht so toll geklappt.
Ich hatte gehofft, dass Blau auf den Gelben reagiert und ich dann sozusagen eine Figur einfach stehlen kann und wieder abhaue. Aber da ist der zweite Reinfall. Aber ich bin ja immer noch an Gelb dran. Obwohl Blau mich eingeholt hat. Ja, dann gar nicht mehr so gut aus. So, da ist jetzt die Dame angegriffen. Kann ich das irgendwie ausnutzen? Ich verschwende einfach nur Zeit, merke ich. Ich verplemper einfach nur Zeit. Also ich hoffe, dass Blau jetzt hier reagiert auf seine Dame, das macht er auch. Und dass jetzt ich hier reinschlagen kann. Ja, das hat schon mal gut geklappt. Ein Punkt. 17, 18, 19, also diese Dramatik und Spannung. Kaum auszuhalten. So, da hat er aufgegeben, Blau. Das heißt, ich muss mich jetzt nur noch auf den Gelben konzentrieren. Ich glaube, mein König ist gerade relativ sicher. Greift er den Springer an? Und ich versuche jetzt mir eine Dame zu holen. Zwei Felder. Das Schöne ist, seine ganzen Figuren sind ja nicht entwickelt. Er hat ja wirklich nur, Gelb hat nur zwei Figuren im Spiel. Diese Pfeile, die ich hier male, wenn man im Team-Modus spielt, dann sieht der Kollege diese Pfeile übrigens auch. Achso, er hatte auch einen, den er umwandelt. Okay. Er hatte auch einen, den er umwandelt. Nun gut. Dann ist das eben so. Kann ja nicht alles sehen. Also Pfeile, die ich male, kann mein Teamkollege auch sehen. So kann man sich dann gegenseitig so ein bisschen absprechen. So, bei Geld läuft die Zeit runter. Naja, also hat er dann doch irgendwie gesehen. So richtig weiter kommen wir hier gar nicht. Mal einfach mal ein paar Pfeile. Kann ich auch verschiedene Farben machen. Also, der gut, den kann ich wegnehmen, aber er. Jetzt lässt du hoffentlich die teure Dame da stehen, dann kann ich die wegnehmen. Greift er mich einfach an. Irgendwie. Kann man ja auch ein bisschen nervig sein. Ja, war wohl nichts mit Umwandeln.
Immerhin, ich bleibe ihm auf den Fersen. Material hat er mehr, klar. Er hat ja diese einen Bauern umgewandelt. Muss ich auch ein bisschen auf meine Zeit achten. Ich meine, jetzt steht es 30 zu 30. Also wenn bei ihm die Zeit zuerst abläuft, dann sieht es natürlich gut aus. Würde sich noch eine Dame holen, das gibt's ja gar nicht. Aber er spielt wirklich nur mit der einen Figur rum und rennt mit den Bauern los. Achso, ja gut, der Springer war natürlich jetzt nicht mehr gedeckt. Das macht durchaus Sinn. Hätte ich mich vielleicht doch mal erstmal um meinen Springer kümmern sollen, ne? Vielleicht müsst ihr mich anfeuern, vielleicht hilft das. Oder ich muss mich mehr konzentrieren. Jetzt 1 gegen 1 ist es wenigstens nur ein, auf den man sich konzentrieren muss. Aber. Oh. Oh, stupid me. Hat aufgegeben. Okay. Ja, gut. Ich meine, ich hatte auch keine Dame mehr. Ich meine, muss man da jetzt aufgeben? Er hat seine Ersatzdame verloren, hat aber noch zwei Türme. Man hat einen Springer mehr. Ja, ich nehme das gerne mit. Das ist Viererschach oder Quattro-Schach. Wenn ihr es kaufen wollt, sucht nach Quattro-Schach. Ihr seht, es ist wahrscheinlich für euch, wenn ihr es jetzt zum ersten Mal gesehen habt, ein bisschen verwirrend gewesen. Ich kann euch verraten, für mich, der ich es gespielt habe, war es auch verwirrend. Na gut, das habt ihr vielleicht gemerkt. Es ist mal eine interessante Abwechslung, wenn ihr vielleicht auch ein paar Freunde habt auf chess.com, könnte man es auch zusammenspielen, 2 gegen 2. Man könnte sich überlegen, ob man vielleicht sogar physisch sich so ein Schachbrett selber bastelt oder kauft, um es mal zu spielen. Es ist ziemlich geckig und ich glaube, da können sich viele auch, da können sich viele auch sehr, sehr verbessern drin und können ziemlich Erfolge feiern, die sie vielleicht im normalen Schach manchmal nicht haben. Ganz einfach, weil es hier gibt es jetzt ja noch nicht so viel wirklich Theorie, die man kennen würde. Natürlich sind die Grundlagen der Öffnung, die man vom normalen Schach kennt, natürlich auch hier anwendbar. Aber mit dieser Umwandlung und mit diesen Angriffen aus allen Richtungen, da hilft einem das nicht viel. Das heißt, hier kann man mal ganz bei Null anfangen und sich wirklich kann man es genießen, dass man sich wirklich viel verbessert und kann große Erfolge damit feiern und zum Viererschachprofi werden. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass einem das jetzt großartig was für das normale Schach bringt, weil da werdet ihr kaum von links oder rechts angegriffen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.